Hallo, hallo, hallo. Hallo, mein Name ist Wolfgang Riedel und ich möchte euch zu etwas einladen. Und zwar hatte ich dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, genau zu dieser Zeit, bin ich einem Impuls gefolgt und habe eine Blütenessenzen-Kombination hergestellt für das Jahr 2020, für dieses Jahr sozusagen. Und der hieß der Alchemist. Und eigentlich hatte ich nicht vor, dieses Jahr nochmal eine für nächstes Jahr zu produzieren, sondern das einfach so wie gehabt lassen. Aber mal ganz ehrlich, dieses Jahr war doch für uns ziemlich ein Jahr geprägt durch Veränderungen, Entschleierungen. Für einige gab es viel Klarheit. Für mich persönlich gab es Momente des Aufwachens, des Enttäuschens, also wirklich, dass ich gemerkt habe, oh wow, okay, da bin ich mir selbst die letzten Jahrzehnte immer wieder einem Bären gefolgt, statt mich auf meine eigenen zwei Füße zu stellen und meinen eigenen Weg zu gehen. Und auch in der Zusammenarbeit mit vielen Klienten und jetzt auch durch dieses viele Online-Unterrichten und das auch immer wieder in Kontakt sein mit Menschen, auch online, stellt sich einfach immer wieder mehr und mehr die Frage, ja, und was kommt nächstes Jahr? Mein Weg war es schon immer mehr nach innen zu horchen und zu schauen, was ist stimmig für mich, was möchte sich in mir zeigen. Und ich arbeite super gerne mit meinem emotionalen Körper und meinem mentalen Körper, um einfach das klarer zu bekommen und da zu erkennen, welche Hindernisse ich da habe. Also irgendwelche Emotionen, die mich ausflippen lassen, die mich auf andere Menschen projizieren lassen, auf andere Begebenheiten. Und letztlich ist das irgendwie so eine Art energetische Blockade, könnte man sagen. Also ein bisschen vereinfacht. Und wenn ich mir dann so vorstelle, okay, das nächste Jahr wird so ähnlich wie dieses Jahr, alter Falter, dann können wir uns warm anziehen, oder ich mich zumindest. Und irgendwie gab es so die letzten paar Tage vor dem Neumond am Montag auch immer wieder so Momente von Hilflosigkeit. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf. Was soll das Ganze noch? Es wird über die Köpfe hinweg entschieden. Ich fühlte mich in all meinen möglichen Dingen, wenn ich dann so in diese Zukunft schaute, doch nicht ganz so rosig und war dann auch gestern wieder an meinem See spazieren hier direkt ums Eck und merkte so, ja, das, was uns nährt, das, was uns helfen kann, ist eigentlich immer wieder direkt vor der Nase. Und warum lassen wir uns nicht von Mutter Natur helfen? Ich habe selber über 250 Blütenessenzen produziert. Ich habe da hinten im Regal auch Blütenessenzen von anderen Herstellern, weil ich einfach diese Mannigfaltigkeit von Mutter Erde als Unterstützung einfach extrem genieße. Am Montagmorgen, so kurz vor Neumond, oder vor dem Neumondtag, so ist es eigentlich besser gesagt, bin ich morgens aufgewacht und hatte so einen ganz seltsamen Traum. Und das war wirklich, ich hatte von einem Phönix geträumt. Und in der chinesischen Medizin haben wir auch den Phönix, da haben wir auch die Schildkröte und den Drachen und so weiter. Und dem habe ich dann erstmal gar nicht so viel beigemessen. Und irgendwann dachte ich so, okay, was will mir das denn jetzt sagen? Ich gehe auch gerne mal so in so Momente rein des Selbstanalysierens und merkte so, wenn ich mir den Phönix so vorstelle, das ist wie ein Krafttier fürs nächste Jahr. Und damit schoss es mir in den Kopf, oh wow, cool. Ich mache eine Blütenessenzen-Kombination, Phoenix Rising. Und wenn wir uns den Phönix anschauen, dann steigt er aus der Asche erneut in das Feuer auf und zeigt uns einfach, wo ist die Leidenschaft, wo ist die Passion, wo ist unsere Kraft, wo ist das Feuer der Transformation, wo sind wir bereit, in unsere Stärke zu gehen, in unsere Talente hineinzugehen, unsere Bestimmung wirklich zu leben und das wirklich mit klarer Leidenschaft weiter hervorzubringen. Weil ich glaube, aus meinem tiefsten Inneren heraus können das Qualitäten sein, die uns im nächsten Jahr, in diesem Jahr nochmal der Transformation, der Veränderung wirklich eine Unterstützung sein. Und jetzt meine Einladung an euch.
Schreibt eure Wünsche fürs nächste Jahr in diesen Kommentar hinein. Welche Qualitäten würden dich im nächsten Jahr unterstützen? Ich möchte euch alle einladen, so viel wie möglich darüber zu sinnieren, reinzugehen in dich selbst und einfach in diesen Kommentar von diesem Video reinschreiben, was brauchst du? Was siehst du für dich? Was ist ein tiefer Wunsch für dich für nächstes Jahr? Und ich möchte all das, all diese Qualitäten mit in dieser Blütenessenzenmischung hineinbringen, so gut es geht. Ja? Jetzt nicht dich als Person, sondern einfach ein Äquivalent als Blume, Pflanze, als Qualität der Unterstützung in diese Mischung hinein. Denn diese Mischung ist nicht nur für mich gedacht, sondern sie ist für alle gedacht, die eine Verbindung zur Mutter Natur haben, die das Gefühl haben, ja, Mutter Erde kann mir eine Unterstützung geben. Ich weiß zwar nicht genau welche, aber wenn ich in mich reinfühle, kommt das hervor. Schreib das in den Kommentar. Das Ganze ist jetzt noch bis zum 21. Dezember, zur Wintersommerwende. Und ab da mische ich dann die Essenz zusammen. Und natürlich habe ich selbst schon ein paar Ideen, aber es sind halt immer Ideen. Und ich finde, wenn man gemeinsam unterwegs ist, erreicht man ein Ziel viel leichter und auch freudiger, genussvoller, entspannter und auch mit viel mehr Spaß. Wunderbar. Einladung an euch. Quatscht mit allen Leuten, fragt die, schreibt diese Kommentare ebenfalls mit da rein in dieses Video und am 21.12. mache ich dann auch eine Verlosung unter all denen, die mitgemacht haben und ihr bekommt eine kleine Überraschung. Für alle anderen, die mitmachen, ihr bekommt auch eine Überraschung. Wunderbar, ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.